Sega. Und Creative Assembly präsentieren den Titel dieses Spiels nach dem Intro. Das wäre dann Total War Warhammer 2. Herzlich willkommen. Und diese netten Tricksfische werden wir in dieser Kampagne spielen. So. Nämlich die Skaven unter Krieg. Clan Wars triumphant, yes, yes. Denn ich finde, es ist an sich besser, was wir da haben. Lustria will fall to two pests. Und halt vor allem Seuche und sowas, und das mag ich nicht. No one controls Warlord Quick. Ja, und zu dem ganzen Lore werde ich noch währenddessen was erzählen, aber jetzt muss ich erstmal Start sein. Deep under the world, they chitter and plan. Watching, waiting. When they emerge, it is a nightmare vision. The Skaven, a ravenous horde of verminous ratmen. They gnaw at the roots of the world like an infected wound. They mean to rule over ruins, for such is the will of their god, the great horned rat. Only the island home of the High Elves has remained unscathed. And at its center is the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphons chaos from the world. The Skaven covet its vast power with envious, beady red eyes. The twin-tailed comet is oft seen as an omen, but this time its wake has disturbed the winds of magic. In the secret halls of the Under Empire, the Council of 13 has gathered. A time to scheme of opportunity. I kill dwarf things in Pillar City. No, no!
Clan Wars go to Southlands. Hunt for Warpstone. Moors are puppet minion. Pestilence infest Lustria. Yes, yes. But all Warpstone for Council Plan. Come, scribe slave. Work to do. Comet makes elf things weak. Council wants power of the vortex. Just as prophecy demands. So it true. You read markings on the black pillar. Then you know we must seek find the screaming one. Find out how to control the vortex. Oh yes, master. But a large tribute of warpstone will that demon require if we summon him. Return to your assigned clan. Harvest warpstone. Yes, most precipitous of masters. And flay yourself, your impertinence. Oh, it will be done, your worship. Ja, nettes Völkchen, nicht wahr? Naja, da gibt es auch einiges zu erzählen über die Skaven. Was ich gerade anmerken muss, die Übersetzung ist nicht so gut gediehen. Also, im Englischen war es, they want to rule over ruins, also über Ruinen. Und im deutschen Untertitel war es ja, sie wollen über Ruinen herrschen. Und das zweite war, a time to scheme of opportunity, also eine Zeit zum Planen und eine der Möglichkeiten und Gelegenheiten. Und im Deutschen war es ja dann, es bietet sich die Gelegenheit zu planen oder sowas. Genau, Wortlauf habe ich jetzt irgendwie gerade nicht mehr gescheit im Kopf aus irgendeinem Grund. Ja, ist halt auch so, naja, bisschen peinlich. Dann sagte ich, verspreche mich ja genug. Von daher ist es auch peinlich, wenn ich mich verspreche. Ja, aber ich bemerk's. Gut, die Skaven selbst, ich weiß gar nicht, ob sie ihr Schöpfergott ist oder nicht. Auf jeden Fall ihr Gott ist die gehörnte Ratte, ein Chaosrott. Sie sind ein recht... Was heißt die recht? Sie sind ein absolut egozentrisch und egoistisches Volk. Wenn irgendwas fehlschlägt, dann ist es nie ihre Schuld, sondern immer die Verkennung von Umständen und das... Ich muss leise sagen. Squirt, Musk of Fear, Vermin, for the Headtaker comes before you. I has mission from Council itself. That how important I am. Southlands under attack from elf things. Clan Moors sent to kill elf things and find warpstone. Warpstone essential. Elf things come from Sea Fortress. In time, we'll take that debt too. Good base for Quick, maybe. Yes? Fight elf things. Kill elf things. More stuff. More heads. More glory for Quick. Boah, die sind echt durch, die Skaven. Ich glaube, das werden die nicht lange aushalten. Ich werde sie sowieso nur anspielen, das heißt, sie wird ein paar Folgen raushauen und mal schauen. Ja. Gut, wir haben hier noch Nahrung. Zusätzlich zur Warpstein-Ressource. Warpstein ist ja eigentlich... Naja, kristallisierte Chaos-Essenz und Two Warp heißt eigentlich nur... nicht direkt verändernde, bösartige Art von Verändern. Das trifft es eigentlich ein bisschen. So, das brauche ich hier mal direkt an. Den Rest lasse ich noch da. So, eine Kreche. Habe ich ihn direkt mal. Oh, Hinterhalt. Hier haben wir noch eine Faustetiefe. Können wir Clanratten beschwören. Das kostet hier noch immer wieder drei Nahrung. Können wir relativ oft machen, was relativ gut ist. Brauche ich jetzt aber überhaupt nicht von der Kaffee. Naja, wir haben den Vorteil als Skaven, dass wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, direkt Hinterhalt zu legen. So ähnlich wie die Tiermenschen in Warhammer 1. Total Warhammer 1.
Ja, ansonsten Schöpfungsmythos ist, dass sie aus Tilea kommen und ursprünglich gab es eine Stadt, wo oberirdisch die Menschen gelebt haben, unterirdisch die Zwerge. Die Menschen wollten einen großen Tempel für alle Götter errichten. Haben es auch gemacht, der ist halt ewig lang nicht fertig geworden. Irgendwann kam dann halt ein Fremder und hat halt angeboten, dass er ihn halt in einer Nacht fertigstellt, wenn er seine eigene Verehrung für seinen eigenen Gott hinzufügen kann. Die Menschen haben sich gedacht, ach, was soll schon passieren? Sind drauf eingegangen. Können sie sich hier eigentlich verstecken? So. Oh, können sie sogar. Ist ja cool. Dann geht doch mal direkt hier. So, es wird. Was mache ich mit euch? Ich widme mich jetzt erstmal so der Schlachtaufstellung. Und erzähle nach weiter. So, ich hier hin. Oh, ich schicke mal hier hin. Die schicken wir mal hier. Gut. Warte. Kopieren. 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 Und kopieren. Kopieren. Danke. Los geht's. So ein bisschen warten. Und erstmal dich hier schicken. Als Köder. Warum nimmt er die Speerträger direkt nach hinten? Das ist ein bisschen nervig gerade. Warte, was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Hallo. Ja, die Venice hat ganz schön wieder geschnitzelt. Degradieren? Diese Drang 1, wir können gar nicht degradieren. Ich glaube, ihr meint, wenn überhaupt depravieren oder degenerieren. Achtung, die sind bitte nicht auf die eigenen Füße. Das ist ein bisschen gut. Fuck it. Quatsch. Ah, komm, nimm diesen Hammer und Zange. Und Hammer und Amboss, ehrlich gesagt. Gut, der ist tot. Schoa. Wie schaut's hier aus? Auch ganz gut. Was machen die? Oh, da habe ich einen verloren. Das ist doch. Sie wieder Schoa Clan hatten, auf die Kamera verzichten. Die sind ein bisschen schnell. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr, ne? Ich mach mal wieder den Trick, mal schauen, was das bringt. Gut, das hat zwar was gebracht, war aber nicht so effektiv, wie ich gehofft habe. Wenn sie jetzt feuern, dann wird's lustig. Also die Fähigkeit ist halt so gut. Hui. Ja, die Skaven haben verschiedene Clans. Du bist vom Clan Morse, wie wir erfahren haben. Und ich glaube, deswegen muss ich gerade nachdenken und habe mich unterbrochen. Du gehörst zum Söldner-Clan. Es gibt noch den Züchter-Clan und den Biowaffen-Clan. Pestilence wäre das. Noch ein Clan, den Assassinen-Clan, genau. Das ist ein neuer Clan, Assassinen-Clan, glaube ich. Oder was ist euch ein Clan? Ach, ich weiß gar nicht. Ursprünglich gab es 12 und dann kam noch ein 13. dazu. Zuerst waren es auch 12 Ratsmitglieder des Rates der 13 und dann waren es 13 später.
Und der Schöpfungsmodus, den ich jetzt angesprochen hatte, der besteht darin, dass der Fremde hat halt den Tempel fertig gebaut in einer Nacht und ganz oben war eine seltsam geformte Glocke. Da haben sie sich erstmal halt gewundert, was sie da macht, haben sich aber nicht weiter drum geschert. Dann aber um Mitternacht hat sie nicht nur 12-mal, sondern 13-mal geschlagen. Wisst, du lebst ja noch immer. Von mir verkehrt. Achso, das sind... Ich bin anscheinend blind. Gut, jedenfalls 13 Glockenschläge. Bisschen ungewöhnlich. Und beim 13. Glockenschlag ist halt ein Unwetter aufgezogen. Und es wird alles immer böser. Die Nahrung wurde knapp. Überall taucht ein riesen Rattenrudel auf. Die haben immer Jagd auf die Menschen gemacht. Auf die Zwerge auch. Die Menschen waren irgendwann verzweifelt. Haben die Zwerge um Hilfe angefleht. Die Zwerge haben gesagt, es geht nicht und der Tunnel sind überflutet. Wir können euch nicht aufnehmen. Wir haben selber nicht genug Nahrung. Schaut, dass ihr selber klarkommt. Irgendwann waren die Menschen so verzweifelt, dass sie ihre Waffen aufgenommen haben. Und halt die Tore zum Zwergenreich eingeschlagen haben. Weil das Problem war halt nicht nur, dass deswegen war auch die Tunnel überflutet, dass nicht nur überall Riesenratten waren, sondern es hat halt so viel geregnet und so wieder gestürmt, dass halt auch keine Ernte eingebracht werden konnte und es hat sehr lange gestürmt. Von daher sind halt alle langsam verhungert. Und aber als die Tore dann eingerissen waren, waren ja keine Zwerge mehr da, sondern nur 10.000 Ratten. Die dann die letzten Menschen aufgefressen haben. Soweit der Schöpfungsmythos. Die Zwerge kämpfen relativ oft gegen die Skaven, einfach weil die Skaven hier unter Imperium haben. Weil die Skaven sich eigentlich nicht an die Oberfläche trauen, es sei denn, sie führen keinen Krieg, aber sie siedeln da nicht. Normalerweise. Und ganz am Anfang haben die Skaven, hatten sie eigentlich vor, eine riesige magische Maschine zu bauen. Haben sie auch gebaut. Hat auch ganz gut funktioniert am Anfang. Später nicht mehr, die ist dann hochgegangen. Aber mit der wollten sie sich halt in den Untergrund bohren. Und halt hier unter Imperium errichten. Ist ein bisschen schief gegangen, hat eine kleine Katastrophe ausgelöst. Das hat wieder dazu geführt, dass die Skaven sich in alle Weltgegenden verteilt haben. Zuerst sind sie halt in diesen großen Tempel gegangen, der erbaut wurde. Und dort sind dann zum ersten Mal die 12 Ratsmitglieder der 13 erschienen, haben mehr oder weniger die Führung übernommen. Dann haben sie sich halt verbreitet, haben erfunden etc., Plünderzüge angeführt, bla und so weiter, waren relativ böse. Dann gab es nochmal die Vermintide. In der näher die Skaven zuerst einmal die biologische Kriegsführung des Clan Pestilence genutzt haben, um Seuchen auf das Imperium loszulassen und dann die geschwächten Städte anzugreifen. Konnte abgewehrt werden, mit großen Verlusten, aber konnte irgendwann dann abgewehrt werden. Und jetzt sind sie wieder ein bisschen aktiver geworden. Sie haben eine Vorliebe für Warpstein, mit dem sie halt ihre technologischen Gerätschaften und auch Seuchen und bla verbreiten. Die Rattenoger zum Beispiel haben auch Warpstein überall. Ist nicht sonderlich gesund, weil es mehr oder weniger ein strahlendes Element ist. So, jetzt wäre doch endlich mal der letzte geknüppelt. Cool, zwei Verluste. Der eigentliche Kampf ging relativ fix, muss man sagen. Dafür, dass ich auch immerhin auf schwer spiele, was ich eigentlich nie tue, aber ich habe mir gedacht, ach komm, machen wir mal. Na wohl, ich habe auch bei Total War Warhammer 1 am Anfang auf schwer gespielt. Mache ich jetzt auch beim Chaos, glaube ich. Victory! All the rats notice me! Eat, consume them. Nahrung brauchen wir. Oh, ganz schön viel Blut. Rat things! Hello, quick comes!
So, das ist klar. Feind getötet, Mission erfüllt. Mission nicht erfüllt, scheiße. Ich dachte, wir sollten nur Streitkraft ziehen, da sollten wir wahrscheinlich was einnehmen. So genau habe ich es jetzt nicht gelesen. Ich weiß nicht, was das wirklich bedeuten soll. Das ist halt da und... Kann sein, dass man es verbessern kann, aber ich weiß nicht wie. Steinwaffe. Mir, alles mir. Ja, das passt zu dir. Also die Skaven selber sind eine unfassbar egoistische und egozentrische. Also naja. Wenn bei denen irgendwas schief läuft, dann sind immer andere schuld. Die Skaven-Sklaven sind einfach nur scheiße Fleischschild. Hey, bleibst du da? Ach, scheiß drauf. Man kann sich da denken, auch ein Fleischschild. Naja, wir haben jetzt zwei Sklaven. Okay, ihr verbraucht keine Nahrung, das finde ich gut. Wachstum. Armeeunterhalt, okay. Gut. Da müssen wir drauf achten, weil ansonsten haben wir ein bisschen fette Mali. Oder halt nette Boni. Genau, Warpstein müssen wir halt sammeln. Die besondere Ressource. Mit der Nahrung haben wir noch eine zweite. Was ist eigentlich das hier? Achso, Kameraeinstellung. Was macht denn das eigentlich? Mittel. Das gefällt mir jetzt eigentlich. Ich hab keine Ahnung, was das ist wie Lutern. Hä? Bin ich in Lutern? Animationsgeschwindigkeit normal. Für eine Fraktion. Clan Morph. Keine Ahnung, was das hier jetzt bedeuten soll, muss ich sagen. Weiß ich wirklich nicht. Da bin ich überfragt. Ja, da hätte ich nicht latschen können, tatsächlich. Bumm, hier riecht was haben wir, ne? Untergangstechnik. Gottes Willen. 13. Intrige. Hier Dominanz. Tell Nordwell of Quik's victory. Gut, was haben wir noch so? Clan Mods. Das klingt doch wohl einer. Come, come, compare tiles. Longest one gets whops. Entschuldigung. Gottes Willen, also. Boah, ich glaube nicht, dass ich das mit denen lange durchhalte. Oh. Wir haben hier ein besonderes. Besonderes Lager von Warpstein. Da müssen wir hin. Yes, yes. Aber auch mit der Sprache und so weiter. Also die Orks waren ja lustig, die sind echt schwer zu ertragen. Wie ist noch sowas? Wem gehört denn das? Wieso kann ich mir das nicht anzeigen lassen? Das nervt. Morlocke. Morlocke? Achso, so heißt er. Many, many fates I see. Lots of puppets, indeed. Gut, wenn X-Menschen kann. Ich kann mit denen fahren, ne? Ich kann mir ja nicht. Geschenke. The fuck. Was ist denn da verkehrt gelaufen? Die hassen sich wirklich bis aufs Blut. Okay. Das gibt nur. Kann ich bitte auch mal. Okay, so geht's. Block.
Sky. Ja, die mögen mich so gar nicht. Master of Seas. Yes, yes. Quick always wins. Tödliche Pläne. Okay. Hin und weg. Tricks. Die Ausbildung. Okay, auch egal. Wieso? Sehr einfallsreich, muss man sagen. Darauf werde ich wahrscheinlich gehen. Die Gefahr aus der Kiefer. Genau. Gut. Herr im Himmel. Gibt ganz schön viele Technologien, muss man sagen. Ein paar nette und ein paar weniger nette. Und Pläne über Pläne, neue Einsätze für Wachstein. Nett. Die haben auch ein paar nette Einheiten, muss man sagen, zum Beispiel die Höllenbrut. Die ist heftig. Das Todesrad ist auch ziemlich lustig. Das ist so das Einzige, was lustig ist. Wow, Blitzkanone. Gossenläufe, Gift, wo sind die? Abscheulichkeit. Da, halt. Nee. Da. Abscheulich schreibt man klein. Da ist er echt. Der ist schon ganz gut. Die Rattenoge haben wir auch ordentlich reingezogen. Gut, Raum wenden. Jetzt kann ich eigentlich quatschen. Das halte ich ja immer so. Alles, was es so zum Hintergrundwissen und sowas gibt, gleich in der ersten Folge raushauen. Weil dann vergesse ich das. Oder ich vergesse es trotzdem meistens wahrscheinlich. Ah, Gott. Naja, egal. Menschenschinderstock. Hey, wo sind die jetzt aufgetaucht? Die sind da aufgetaucht, okay. Städte wird Ritual, was weiß ich. So, das sollte jetzt eigentlich gehen. Wieso kann ich das jetzt noch nicht angreifen? Das ist bescheuert. Das ist ja verfolgen. Geht so eine normale. Tunnelnetznutzung. Plündern. Da. Gibt ja gar keine andere Stellung. Okay. Grippenest. Klickt ja ein. So, dann will ich das irgendwann mal angreifen. Jetzt kann ich natürlich nichts rekrutieren. City ist blöd. Kann ich irgendwas bauen? Das Klima ist ja jetzt relativ wurscht. Also zum Vortex und so weiter habe ich schon genug geredet. Jetzt mache ich dann meinen Hochelfen nochmal und dann ist Schluss. Zu den Skaven selbst gibt es noch zu sagen. Naja, einmal, was eine relativ lustige Geschichte eigentlich ist. In ihrem Streben, so viel Farbstellen wie möglich abzubauen und sich so weit wie möglich auszubreiten in dem Unterimperium. Unter Under Empire und dann manchmal kommt Under oder Under.
Hören wir raus, das ist nervig. Naja, ihr Unterimperium. Jedenfalls haben sie sich immer weiter ausgebreitet und irgendwann stießen sie dann auf eine Festung von einem sehr mächtigen Nekromanten, den sie halt ums Verrecken nicht besiegen konnten. Dann haben sie halt irgendwann nicht angepackt und einen Waffenschild geschlossen. Und warum die Festung überhaupt angegriffen haben, weil da riesige Ressourcen an Warpstein lagen. Im Gegenzug für den Waffenstillstand haben sie eine gewisse Menge an Warpstein gekriegt, hat denen natürlich nicht gereicht. Auch haben sie irgendwann bemerkt, dass er mit dem Warpstein anscheinend etwas vorhatte und riesige Energien gesammelt hat. Dann haben sie halt rumspioniert und irgendwann herausgefunden, dass er eine riesige Untotenarmee heranschafft. Dann haben sie noch herausgefunden, dass er einen König eines anderen Reiches gefangen genommen hatte, nachdem er das gesamte Königreich, naja, zerstört und unterjocht hatte. Und die Skaven haben erkannt, dass wenn es so weitergeht mit diesem Nagash, dem Nekromanten, dass da mehr oder weniger die gesamte Welt erobert werden wird. Und zwar von den Untoten, und dann wird alles ein bisschen ätzend. Und die Skaven mussten auch fürchten, dass sie als Erster angegriffen werden würden. Also haben sie einen Plan geschmiedet. Der Rat der 13 hat sich zusammengesetzt. Sie haben eine mächtige Waffe aus Warpstein geschmiedet. Sie haben sie verflucht und verstärkt und was weiß ich noch. Haben dann einen Agenten losgeschickt mit dieser Waffe. Haben den König befreit, ihm die Waffe in die Hand gedrückt und sie wieder abgehauen. Die Waffe wurde aber auch so verzaubert, dass der Rat der 13 den König beeinflussen konnte und durch ihn handeln konnte und ihm helfen konnte und so weiter. Haben ihn dann gegen den Nagash geschickt. Dann kam es zu einem ziemlich heftigen Kampf. Einige des Rates sind draufgegangen dabei, weil sie mit ihrer Macht den König beschützt haben. Und irgendwann hat es der König geschafft, den Nagash ein kleines Stückchen zu zacken. War dann relativ verzweifelt, weil er halt wusste, dass sein gesamtes Volk am Arsch ist, hat Rache genommen. Ist dann einfach aus der Festung rausgegangen und einfach immer weitergelatscht, bis er irgendwann im Fluss ertrunken ist. Die Skaven aber sind direkt aus ihren unterirdischen Höhlen da rausgegangen, zum Nagash hin und haben ihn in eine Warp-Feuerschmiede reingeworfen, damit er auch ja bis auf alle Ewigkeiten zerstört ist. Und haben so die gesamte Welt gerettet. Aus purem Eigennutz. Das finde ich halt echt lustig. So, ansonsten, was gibt's noch zu den Skaven zu sagen? Naja, die Säule, die wir am Anfang gesehen haben, die hat der gehörnte Gott ihnen überlassen. Mehr oder weniger. Und auf ihr steht halt der Wille des Gehörnten und Prophezeiungen. Und nur die Auserwählten können die halt A berühren, B die Inschriften darauf lesen, ohne dabei in Flammen aufzugehen. Und wird auch hier und da benutzt, um den Herrschaftsanspruch von irgendjemandem geltend zu machen. Denn nur die Auserwählten können auch eigentlich in den Rat der 13. Und da gibt es auch mal wieder ein paar Machtfluktuationen und ein paar Änderungen in der Besetzung, um es mal so diplomatisch auszudrücken. Und die wenigsten tatsächlich stellen sich dieser Prüfung, dass sie tatsächlich diese Säule berühren und riskieren, eine Flamme aufzugehen, weil sie sich halt nicht sicher sind. Logischerweise. Manche machen es halt trotzdem. Und wenn es halt mal passiert, dann sind es halt die großen Helden und Champions. Fällt mir noch was ein? Die einzelnen Clans, dazu kann man sich eigentlich selber alles denken. Die Söldner verdienen mehr oder weniger Geld damit, dass sie Söldner verkaufen. Die Züchter damit, dass sie, naja, Zuchtviecher für den Kampf züchten und verkaufen. Und gibt es, glaube ich, noch einen Technik-Clan, der die ganzen Todesräder und Katapulte und Geschütze und was weiß ich noch alles herstellt. Was gibt's noch? Ja, Pestilence-Clan. Es gibt, glaube ich, 13 Clane oder Clans. Aber die meisten sind nicht so wichtig. Es gibt ein paar wichtige und ein paar relativ unwichtige. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein, tatsächlich. Gut, wenn mir noch was einfällt, dann werde ich es in den nächsten Folgen erzählen. Bis dahin, danke fürs Durchhalten und Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut auch was weiß ich wo vorbei.
Würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Natürlich. Sehr klar. Und damit ciao, ciao und bis zum hoffentlich nächsten Mal.